Ja, ein Chatbot ist ein Dialogsystem. Man spricht eine Frage rein oder irgendwas rein, erzählt mir einen Witz und bekommt von einem Computer quasi eine Antwort, von einer Maschine. Wir dachten, es ist nicht möglich, dass jeder Mensch im Museum eine personale Führung kriegt. Das ist einfach vom Aufwand her nicht zu machen und manche Leute wünschen das auch nicht. Das war ja eins der Ergebnisse, dass sie Angst haben, Fragen zu stellen, weil sie sich dann vielleicht genieren. Und daher kam die Idee, wir machen einfach ein System, das diese Fragen beantworten kann, zumindest zum Teil. Es war in einem Brainstorming, dass wir genau diese Frage gestellt haben: Was machen wir mit BesucherInnen, die erst kein Angebot wollen, aber dann Fragen entwickeln? Und dann war es Zufall, dass ich einen Kollegen getroffen habe, der beim DFKI arbeitet und der mir erzählt hat, gerade ist Chatbot großes Ding bei Ihnen. Und so ist es entstanden und dann haben wir daraufhin ein Forschungsprojekt oder eine Skizze geschrieben und auch ein Forschungsprojekt durchführen können. Was tatsächlich schwer und schwierig ist, ist in diesem Kontext vor einem Bild die ganzen Fragen, die kommen können. Ich hatte ja vorhin schon eine ganz bizarre Frage und viele wollen dann auch Fragen stellen, um den Computer mal zu testen. Und so und aber allein zum Beispiel, wir hatten Samson und Delila, die Geschichte mit den Philistern, die wird kurz angerissen, Philister, Altes Testament, da. Aber dann wollen die Leute plötzlich die gesamte Geschichte hören. Und wo hört man dann auf mit den Inhalten? Das war so unsere Hauptherausforderung. Ich denke, dass das System ganz gut angekommen ist und es in Zukunft einen Markt dafür geben kann. Auf jeden Fall. Und das ist ein Teil, ein Modul in so einem modernen, sage ich mal, was jetzt an modernen Vermittlungsmedien kommt, neben so einem klassischen Audioguide, ist so ein Chatbot vielleicht was eine andere Generation auch anspricht und abholt, allein von der Oberfläche her. Dass alle durch die Bank gesagt haben, dass diese Computerstimme nervt, dass das aber nicht in die Beurteilung des Gesamtsystems anscheinend eingegangen ist. Also Leute kennen diese Stimme schon aus anderen Zusammenhängen und wissen, okay, das nervt, aber das floss nicht ein in die Attraktivität des Gesamtsystems. Das hatte ich nicht gedacht.